Der SC Freiburg ist gut in die Saison gestartet. Ein Sieg und ein Unentschieden gab es in den ersten beiden Saisonspielen. Dementsprechend groß ist das Selbstvertrauen. Die Freiburger in Rot im Vorwärtsmarsch. Das ist Gutau. Toller Pass in die Schnittstelle auf Antujans. Daniel Antujans, erste Chance nach genau 27 Sekunden. Die Freiburger sind von Beginn an voll da. Das ist Niedfeld. Der verliert den Zweikampf an Vermey. Und Vermey kommt zu Fall. Niedfeld, der Kapitän der Hallenser, ist fassungslos. Er sieht rot. Und das geht in Ordnung. Vermey wäre frei durch gewesen und Niedfeld zieht ihn hier kurz an der Hüfte. Vermey nimmt das dankend an. Halle nach nicht einmal 5 Minuten nur noch zu 10. Der anschließende Freistoß bringt nichts ein. Gut einen Meter am Tor vorbei. Lars Kehl, der Schütze. Die Freiburger mit Gutau. Und da ist wieder Vermey, völlig frei. Aber bei der Ballverarbeitung hapert es. Vermey an seinem 28. Geburtstag immer anspielbar, sehr umtriebig und mit Zug zum Tor. Die Freiburger Drangphase ist noch nicht vorbei. Wieder Vermey, nächste gute Gelegenheit. Die Hallenser gleich richtig in Bedrängnis. In dieser Anfangsphase. Nach 18 Minuten aber melden sie sich auch mal offensiv zu Wort. Freistoß, Halle und fast die Führung. Atubolu ist zur Stelle. Denis ist durchgelaufen und kommt hier fast noch ran. Aber der Torwart der Freiburger kann klären. Auf der anderen Seite. Das ist Antujans. Probiert's aus der Distanz. Gebhardt kann sich auszeichnen. Wieder ein Freistoß für den hallischen FC und dann knallt's! Pfosten! Redemann mit der Riesenmöglichkeit zur Führung für die Gäste aus Sachsen-Anhalt. Und es läuft direkt weiter. Die Freiburger mit dem Befreiungsschlag und plötzlich ist Lars Kehl durch. Lars Kehl wird gehalten von Niklas Kreuzer. Mittlerweile mit der Kapitänsbinde und auch er sieht rot. Schiedsrichter Jürgensen entscheidet wieder auf Notbremse. Und dieses Mal ist es eine fragwürdige Entscheidung. Denn rechts mit der Nummer 10 läuft Geirett noch mit und hätte wohl eingreifen können. Gelb hätte es auch getan. Halle nur noch zu 9. Und wieder gibt es eine vielversprechende Freistoßgelegenheit für den SC Freiburg. Dieses Mal versucht es Julian Stark. Aber auch hier fehlt die Präzision. Mit zwei Mann mehr auf dem Feld ist die Partie mittlerweile eine einseitige Angelegenheit. Es spielt fast nur der SC Freiburg. Aber so richtig zwingend sind die Offensivaktionen nicht. Vermey mit der nächsten Chance. Kurz danach ist Pause. 0:0 der Spielstand im Dreisamstadion nach einer turbulenten ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel Freistoß für Halle. Die Freiburger verlieren etwas die Übersicht. Halle setzt nach. Und das ist Jannis Vollert. Atubolu ist da. Und nochmal Halle mit Landgraf. Riesenchance zur Führung für die Schrumpftruppe aus Halle. Die Freiburger mit zwei Mann mehr auf dem Feld. Weiterhin auf der Suche nach der Lücke. Wagner aus der Distanz. Gebhardt ist zur Stelle. Der SC Freiburg mittlerweile mit 2:9. Knappe und Treu sind ins Spiel gekommen für Kehl und Fahner. Und Vermey versucht, kommt hier aber nicht mehr ran. Und dann gibt es Zunder. Landgraf und Vermey geraten aneinander. Und dann kommt Gebhardt noch und schubst Vermey herum. Der hat schon gelb gesehen. Der Torwart der Hallenser, aber Schiedsrichter Jürgensen belässt es bei einer mündlichen Verwarnung für alle Beteiligten. Glück für den Torwart, dass er hier nicht vom Platz muss. Weiterhin die Freiburger, die hier den gegnerischen Strafraum umkreisen.
Das ist Hotti. Und der kommt zu Fall. Wird abgeräumt von Hug. Und das ist ein klares Foul. Hug spielt nicht den Ball, trifft nur den Gegner. Aber der Pfiff bleibt aus. Es hätte Elfmeter geben müssen für den SC Freiburg. Alle Feldspieler des SC Freiburg weit in der gegnerischen Hälfte. Nächste Hereingabe und Ontujans. Was für eine Möglichkeit. Sein Kopfball, aber alles andere als platziert. Weiterhin 0:0 und die Freiburger drängen auf das Tor. Und da ist es! 1:0! Ferney jubelt, aber es ist ein Eigentor. Lee mit der Hereingabe eingewechselt, wenige Minuten zuvor. Und dann buxiert Landgraf den Ball ins Tor. Und er muss daran, denn hinter ihm wäre Ferney zur Stelle gewesen. 3 Minuten nach der Führung. Die Freiburger mit Guttau. Der sieht Knappe und 2:0. Davino Knappe belohnt sein Team mit dem 2. Treffer für ein geduldiges Anrennen gegen 9 tapfere Hallenser, deren Gegenwehr mehr und mehr nachlässt. Die Schlussphase und es geht weiterhin nur in Richtung Hallenser Tor. Das ist Torschütze Knappe. Knapp vorbei. Eine von mehreren Chancen in den letzten Minuten. Kurz danach ist Schluss. Freiburg schlägt Halle mit 2:0 und hat nach 3 Spieltagen bereits 7 Punkte auf dem Konto.